Im letzten Video haben wir euch neben den schönen Herbstlandschaften in Polen auch gezeigt, was uns als Radreise-YouTuber hinter der Kamera so beschäftigt. Wir haben dazu sehr viele tolle Kommentare von euch bekommen und möchten uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Es fiel uns die erste Zeit unserer Reise schwer, die Balance zwischen Radfahren und regelmäßiger und vor allen Dingen abwechslungsreicher Contentproduktion zu finden. Mittlerweile wissen wir, die Balance gibt es nicht. Wir achten jetzt einfach darauf, dass uns das Produzieren Spaß macht und es uns nicht die Reise diktiert. Wenn wir einmal ein paar Wochen nur die Reise genießen wollen, gibt es eben länger mal keine Videos und es ist schön zu wissen, dass ihr uns dann trotzdem treu bleibt und weiterhin Spaß beim Zuschauen habt. Vielen Dank! Also zurück nach Dalesztysche, wo wir im Garten einer sehr netten Familie zelten durften. Am nächsten Morgen wurden wir von den Kindern am Zelt abgeholt und dann saßen wir tatsächlich noch eine ganze Weile mit Mateusz und seiner Familie zusammen. Alle waren wahnsinnig nett, interessiert und offen uns Fremden gegenüber. Es war auch toll zu sehen, wie gut die Kinder schon Englisch sprachen, mit gerade einmal 2,5 und 7 Jahren. Gestärkt, gewärmt und voll mit schönen neuen Eindrücken ging es am späten Vormittag für uns weiter. Obwohl uns die Kinder anscheinend gerne noch länger da gehabt hätten. Guten Morgen, ihr Lieben. Tja, also nach dem Gespräch gestern Abend, ihr habt es ja mitbekommen, haben wir uns was überlegt. Wir werden jetzt in Airbnb fahren. Also wir sind jetzt direkt wieder am nächsten Tag auf dem Weg ins Airbnb, so ich glaube 20 Kilometer weiter. Haben wir uns jetzt spontan organisiert für 4 Tage, um zu arbeiten. Um alles aufzuholen, was uns tagsüber beschäftigt. Um endlich mal unsere Liste kleiner zu machen. Vielleicht auch Videos vorzuproduzieren und hochzuladen, falls das Internet es zulässt. Und einfach mal ein bisschen mehr geschafft zu bekommen, damit wir nicht jede Woche wieder in diesen Stressmodus fallen. Das ist ja nämlich nicht der Sinn der Sache. Für euch ist es wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, wenn wir sagen, wir haben so viel zu tun, die To-Do-Liste ist so lang, wir müssen so viel arbeiten, wir müssen ins Airbnb. Ist es wahrscheinlich für euch schwer nachzuvollziehen, warum, was das alles ist, was wir so arbeiten müssen. Und müssen vor allen Dingen. Das ist natürlich viel, die Videos. Die ziehen einfach wahnsinnig viel Zeit. Als wir noch zu Hause waren und andere YouTuber geguckt haben, die mit dem Rad reisten und dann gesehen haben, wie die sagten, oh, wir müssen ins Airbnb, wir müssen ins Hotel, wir müssen arbeiten, haben wir uns auch gedacht, arbeiten, was müsst ihr arbeiten? Ihr fahrt Fahrrad. Was habt ihr weiteres zu tun? Ja, jetzt haben wir einen Einblick bekommen. Und haben eine ganz andere Meinung dazu. Dazu kommt natürlich auch noch, dass Assad mittwochs immer tatsächlich arbeitet und wir dafür sowieso noch bis circa Ende des Jahres eben eine Unterkunft brauchen, damit er gut das Internet hat. Deswegen denke ich, wir zeigen euch das einfach mal, was wir so tun, wie lange das dauert, damit ihr es einfach mal besser nachvollziehen könnt. Vielleicht hilft das ja. Also ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt für etwas länger ins Airbnb fahren oder ob es daran liegt, dass wir nicht an der Autobahn entlang fahren heute oder ob es daran liegt, dass wir so ein nettes Frühstück hatten und einen prima Start in den Tag oder eine Kombination aus allem, aber ich habe mega gute Laune und als Assad gerade meinte, wir sind in 7 Kilometern da, dachte ich, oh, ach nö, ach schon, okay. Das hätte ich länger nicht mehr, diese Reaktion.
So, wir sind angekommen auf dem Bauernhof, alten Bauernhof kann man sagen. Ein recht großes Areal und ich zeige euch jetzt mal unser Zimmer für die nächsten paar Tage. Das ist Assad. Hier haben wir eine Art Terrasse. Dann kommen wir hier von der Terrasse in einen kleinen Vorraum. Was haben wir hier? Und das hier können wir mit benutzen, so eine Art Wohnzimmer mit Kamin. Wow! Und dann haben wir hier noch unser schönes großes Zimmer mit mehr Betten als wir brauchen und einem kleinen Badezimmer. Hier rechts um die Ecke ist noch die Dusche. Überall hängen hier ganz interessante Bilder. Alles gemalte Bilder. Wir sind jetzt dabei, das Gepäck alles reinzubringen und Assad hat gerade eben auch schon das WLAN gecheckt, weil das brauchen wir ja tatsächlich die nächsten paar Tage. Ich weiß nicht, ob er so zufrieden ist mit dem Ergebnis. Gehen wir mal zu ihm und fragen ihn, wie das WLAN ist. Na, wie ist das WLAN? Tot. Weder Download noch Upload. 0 Megabytes. 0 Kilobytes, besser gesagt. Aber mal gucken. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon den Kamin angemacht bekommen. Das hat die Gastgeberin oder die Mutter von dem Gastgeber uns jetzt schon mal angemacht, damit wir auch wissen, wie das geht. Ich habe so die Vermutung, dass das die einzige Quelle von Wärme sein wird. Sie hat auch eine ganze Menge Holz reingemacht. Das ist auch ein Kamin mit ziemlich viel KW, also ein sehr großer. Ich zeige euch mal, wie viel Holz da jetzt schon drin steckt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Holzscheite. Hier unten sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar. Und sie meinte, sie legt uns noch ein bisschen Holz auf die Veranda, damit wir dann nachlegen können, wenn die ersten richtig durchgeglüht sind. Es ist nicht gerade kalt, aber also jetzt gerade nicht. Heute Nacht wird es bestimmt noch mal ein bisschen frisch und wenn das jetzt die einzige Wärmequelle ist, dann sollten wir den schon laufen lassen. Hier haben wir den Küchenbereich. Wir sind wohl die einzigen Gäste hier. Das ist ausgelegt auf viel mehr Gäste, wie man hier unschwer sehen kann. Hier ist die Küche, die wir auch mit benutzen dürfen. Alles, was wir brauchen, ist da. Außer, dass das Internet schlecht ist, denke ich, ist es hier ziemlich gut und gemütlich. Wir hatten ja gesagt, wir wollen 4 Tage arbeiten. Das heißt, ja, vieles hier auch Konzept ausarbeiten, Gedanken machen, am Rechner die Videos schneiden. Dafür brauchen wir ja nicht unbedingt das Internet. Nur am Ende die Sachen hochzuladen. Ein paar Google-Recherchen für Ideenfindung und so etwas. Das wird wohl machbar sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich denke schon, das klappt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir werden jetzt 3-4 Tage hier verbringen. Einen Tag daran muss ich arbeiten. Also für die Arbeit, den Rest private Arbeit. Ich bin gespannt, was wir in diesen Tagen zaubern können. Eine der ersten Sachen, die wir in einer Unterkunft tun, ist, die Technik wieder aufzuladen, Speicherkarten zu leeren, uns mit den Möbeln so einzurichten, dass wir arbeiten können und natürlich ein Happen zu essen. So, ich hatte euch ja versprochen, dass wir euch mal zeigen, was wir jetzt eigentlich machen, wenn wir im Airbnb sind. Hinter uns ist der Kamin schon in vollem Gange. Es ist richtig schön warm und kuschelig. Ihr seht, wir haben auch schon geduscht. Das ist immer so eine der ersten Sachen, die wir machen.
Und wir haben auch schon Sachen für die Wäsche rausgesucht und alle möglichen Sachen zum Lüften und zum Trocknen hingelegt. Zelt zum Beispiel, und gleich machen wir noch die Schlafsäcke auf. Das machen wir eigentlich immer. Und was wir auch immer machen, ist uns direkt hinsetzen und arbeiten. Und das Arbeiten ist in meinem Fall jetzt das nächste Video hochladen, was ja leider letzte Woche nicht gut geklappt hatte. Und das nächste Video bin ich jetzt auch schon, ich würde sagen, 70% fertig am Schneiden. Assad ist jetzt auch gerade dabei zu schneiden. Ihr seht, er hat die Kopfhörer in den Ohren. Ja, und nebenbei futtern wir ein paar Snacks, genießen jetzt einfach mal die Wärme. Und nachher mache ich vielleicht noch ein bisschen was zu essen für heute Abend. Und weil heute Sonntag ist und wir in dem kleinen Tante-Emma-Laden nicht ganz so viel bekommen haben, vor allen Dingen was frisches Gemüse angeht, werde ich morgen nochmal in einen etwas größeren Laden fahren. So 5 Kilometer von hier. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Den Rest des Abends haben wir gearbeitet, gekocht, gegessen und auch Videos von anderen Radreisenden geschaut. Gut. Habe ich ja auch gemacht. Sag jetzt nichts Falsches. Den Kamin haben wir richtig genossen und Assad hat sich dann auch mal mit dem Anmachen vertraut gemacht. So, das erste Mal seit Wochen bin ich jetzt allein unterwegs zum Einkaufen. Weil ich muss dazu sagen, wir auch die Gewohnheit haben, wenn wir in der Unterkunft sind, dass wir uns den Wanst so richtig vollschlagen. Radfahrer haben einfach immer Hunger und wenn wir da die Möglichkeit haben, relativ einfach uns auch was warm machen zu können, dann hauen wir so richtig rein. Ihr wollt nicht wissen, was wir gestern Abend alles verputzt haben. Das Wetter ist herrlich. Es ist unfassbar schön. Die Gegend hier ist so ruhig. Man könnte, ich habe schon mal gesagt, die Käfer husten hören. Es ist unglaublich. Und weil das Wetter so schön ist und die Route ist easy, habe ich gesagt, ey, ich gehe noch mal einkaufen. Der Laden, zu dem ich will, ist 12 Kilometer entfernt. Das heißt, ich brauche ein gutes halbes Stündchen, bis ich da bin. Und dann habe ich gedacht, mache ich mal eine kleine Solo-Radtour wieder und bin das erste Mal seit Monaten wieder allein unterwegs. Für einen Teil des Tages wenigstens. Interessantes Gefühl, muss ich sagen. Very nice, yes. Beautiful. I mean, English is
Oh, that's okay, that's okay. My Polish is very little. How much? Kilometer? 3,000. Okay. Traveling around the world. Ja, da zieht er von dannen. Der mysteriöse Radfahrer, den hatte ich vorhin schon überholt, als er am Straßenrand Beeren pflückte. Da hatten wir uns schon gegrüßt und ich bin weitergefahren und jetzt vorhin holte er mich ein und grüßte mich und vor ein paar hundert Meter neben mir haben uns kurz unterhalten. Mehr schlecht als recht, weil er so gut wie kein Englisch sprach und ich so gut wie kein Polnisch. Aber irgendwie kriegt man es ja immer so ein bisschen hin. Ich habe ihm gesagt, wie viele Kilometer ich schon gefahren bin, was ich mache und wo es bald hingeht. Und er meinte, oh, verrückt, verrückt. Ja, es war ganz witzig. Er hatte tatsächlich, ich habe es ihm auch versucht zu sagen, er hatte sowohl sein Rad als auch er war komplett in den deutschen Nationalfarben. Also das Rad hatte ganz viele Aufkleber, farbliche Markierungen in Schwarz, Rot, Gold und sein Trikot auch und seine Hose. Und das war ganz interessant. Ich glaube, er hat es verstanden. Er fand es ganz witzig. Alles bekommen, was ich brauchte. Ich musste zwar in insgesamt 3 Läden gehen, aber ich habe alles. Ich habe meine hinteren beiden Satteltaschen proppevoll mit Essen. Das muss reichen. Ihr habt mich ja gerade gesehen, wie ich die Apfelstücke geschnitten habe. Denn, wie schon so oft in Unterkünften, wenn wir viele oder zu viele Äpfel haben und wir mit dem Essen nicht mehr hinterherkommen, versuche ich die Äpfel in Kompott zu verwerten. Das Sammelsurium an selbstgepflückten und geschenkt bekommenen Äpfeln geht einmal mit etwas Wasser in den Topf, Deckel drauf, ab und zu umrühren, den Duft genießen, Zimt rein, und noch mehr umrühren. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die ich bisher vermisse, neben Familie und Freunden natürlich, dann ist es meine Küche zu Hause und die ganzen Schränke mit all meinen Gewürzen, die ich mir angesammelt hatte und meine Rezeptbücher und die vielen Utensilien, die man so in der Küche dann ansammelt. Die Möglichkeiten, Kühlschrank zu haben, Lagermöglichkeiten für alle möglichen Nahrungsmittel, gut sortierte Supermärkte, die Möglichkeit, auch spezielle Gewürze mal zu bestellen. Weil ich probiere wahnsinnig gerne auch mal andere Rezepte aus, gerade auch von anderen Nationalitäten. Zuletzt habe ich vermehrt indisch auch gekocht zu Hause. Und während ich so im Kompott rumrührte, fiel mir etwas auf. Lecker. Reisen ist wie Kochen. Man sollte sich natürlich die Rezepte und Vorgehensweisen anderer Leute anschauen und gucken, was gut funktioniert hat für diese Leute und was grundsätzlich eine gute Kombination ist an Zutaten, an Vorgehensweisen. Und dann sollte man diese Rezepte nehmen und nach seinen eigenen Bedürfnissen abwandeln und schauen, was für einen selbst funktioniert, was man selbst gerne mag, was man nicht gerne mag, was für Kombinationen einem noch einfallen und das Ganze individualisieren. Und zwar auf die Art und Weise, wie es für einen selbst dann funktioniert. Oder schmeckt. Bei uns ist Assad der Technikbeauftragte. Das heißt, er kümmert sich um alle Akkus und dass unsere Aufnahmen gesichert und sortiert werden.
Zwischen den Schnittphasen habe ich mich dann noch um unsere Ketten und ein paar andere Kleinigkeiten an den Rädern gekümmert. Die waren echt dran. Und so läuft das ab, wenn wir in einer Unterkunft sind. Was vermisst ihr am meisten, wenn ihr auf Reisen seid? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wir haben richtig Lust, wir sind sehr gut erholt. Das fängt ja schon gut an. Morgen soll es den ganzen Tag regnen. Oh, es schüttet. Aus einem Spaß heraus habe ich vorhin gesagt, lass doch einfach hier bleiben. Und es hört sofort. Wollen wir? Wer hetzt uns denn? Wenn wir ihn richtig verstanden haben, ist es Pferdewurst.